Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge bei Enshrouded. Ja, die Kämpfe sind nicht ganz spurlos an uns vorbeigegangen, wie wir sehen. Ne? Wir sind ein bisschen ramponiert. Und wir werden uns direkt mal weiter Richtung Norden bewegen und dann ins nächste Gebiet vordringen. Beziehungsweise, ja, eigentlich waren wir da schon, aber wir sind ironischerweise von der anderen Seite in die ganze Gegend reingemarschiert. Ne? Jetzt werden wir mal den eigentlichen herkömmlichen Weg nehmen, so wie man eigentlich in die Region reinkommt. So, hier hatten wir, glaube ich, einen Schatz, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Hatten wir eine verbuddelte Schatztruhe, darum hatten wir auch hier den Marker gesetzt. Ja. Hier schnell hoch. Oh, hier können wir uns doch mal wieder ein klein bisschen Honig einsammeln hier. Ah ja, hier ist nämlich die Schatztruhe. So, 20 Grundschaden. Ist natürlich komplett überholt schon, ne? Stufe 7. Ist halt komplett überholt. Können wir direkt zerlegen. Lohnt sich nicht großartig, den mitzunehmen. So, apropos mitnehmen. Not. Auch wenn es nur zweimal Honig ist, aber besser als gar nichts, ne? Oh, sogar nur einmal Honig. Naja, gut. Einmal Honig und einmal Wachs. So, mal gleich mal gucken, dass wir hier in die Richtung kommen, ne? Können wir ja hier oben ein bisschen am Hang langlaufen, solange wir hier nicht runterglitschen. Was da hoffentlich nicht passiert. So, und dann müssen wir mal gucken. Ja gut, ist noch ein ganz schön weiter Weg, ne? Können wir theoretisch sogar gleiten. Ja. Geht's ein bisschen schneller. Wenn wir den Luxus schon mal haben. Bin halt auch mal gespannt, wann wir die nächste Stufe vom Gleiter wieder kriegen. So, das Sanktum lassen wir mal außen vor. Und was ist das hier? Was war das hier? Aurelinblume. Okay. Refugium der Flamme. Gott, mal höchstens noch mal eine Flamme sammeln, aber es lohnt sich nicht. Wenn wir im Moment, glaube ich, eins nicht brauchen, dann sind es Funken. Ich glaube, da haben wir momentan so viele von. Da brauchen wir uns erstmal eine ganze Weile erstmal keine Gedanken drüber machen. So, was hatten wir da unten? Ach, das war der Friedhof. Ach nee. Ah. Hier ist noch ein Bauernhof. Na gut, hier ist jetzt aber. So, weiter jetzt nichts unbedingt. Ist es die Pflanzen hier noch? Dass wir da ein paar mehr von haben, wenn wir die schon eingesammelt haben, damit es sich wenigstens lohnt. Hm. Nehmen wir wenigstens noch die eine oder andere nochmal mit. So, was haben wir hier? Tomaten. Tomaten nehmen wir auch mal mit. Freut sich unsere Gärtnerin drüber, unsere Bäuerin hier. Einmal Honig, einmal Wachs. Ausgeruht. Hatten wir eine Stufe höher, glaube ich. Darum kriegen wir hier nichts mehr. So, dann müssen wir mal gucken. Hier hinten war, glaube ich, auch nochmal Honig irgendwo, ne? Ja, hier ist ein Bienenschwarm, aber kein. Hier ist nochmal Honig. Oh, für Notfälle, falls wir nochmal schnell irgendwie eine Regeneration unserer Ausdauer brauchen, zum Beispiel in einem Bosskampf, dann ist das nicht verkehrt, wenn wir da nochmal schnell ein bisschen was in Reserve haben. So, dann können wir im Prinzip weiter, ne? Jasmerschutz haben wir, Gebet der Flamme haben wir. Auf geht's, ab geht's. Hm. 18 Minuten. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass jetzt hier nicht noch irgendwo rotes Miasma kommt. Ne? Dass wir doch nochmal irgendwie
ungesunderweise ins Tödliche im erstmal stürzen. Das wäre ein bisschen... Oh, okay, das war auch nicht so clever. Aber Gott sei Dank haben wir ja genügend Medikamente und alles Mögliche dabei. So, dann wollen wir mal, ne? Gehen wir jetzt mal den herkömmlichen Weg, den wir eigentlich zum Anfang hätten schon nehmen müssen. Säulen der Schöpfung. Ich nehme mal stark an, in der Region wird uns auch nochmal einen Miasma-Brunnen oder zumindest eine Wurzel erwarten. So, die Säulen der Schöpfung. Endlich kommen wir in das Gebiet auch rein. Wie gesagt, wir sind so oft hier in dem Gebiet gewesen und konnten noch nicht durch, ne? Weil es halt noch tödliches Miasma war. Aber jetzt kommen wir endlich hier durch. Ja, sind wir auch gleich aus dem Miasma wieder raus. So, mal gucken. Das scheinen mir wieder Vulkarhöhlen zu sein hier, ne? Genau. Stufe 16 sind die hier. Ja, klauen wir den gleich nochmal die Felle. Mal praktisch, ne? Kann man das schön nochmal ein bisschen mit Leder eindecken hier. Ganz angenehm. So, was haben wir denn da oben Schönes? Das sieht doch auch schon mal interessant aus. Gucken wir uns da auch gleich nochmal an. Was haben wir denn hier? Was gibt's denn hier Interessantes? Das ist wieder ein Mini-Dungeon vielleicht? Und auf jeden Fall Fledermäuse drinne. Ja, auch nochmal gucken, ob hier hinten noch irgendwas ist. Ne, bloß eine dunkle Ecke. Bisschen Kupfer. Bin mir nicht ganz sicher, ob man damit schneller vorwärts kommt, aber ich bilde mir ein, dass es ein bisschen schneller geht. Ne? Inneres Sanktum. Aha. Inneres Sanktum. Jede Menge Schrapel hier unten. Keine Wurzel. Okay, ich hätte jetzt hier eigentlich ehrlich gesagt eine Wurzel erwartet. Inneres Sanktum. Bin ich jetzt mal tierisch gespannt. So, dann gucken wir uns erstmal die Lore an, die hier noch rumliegt. Ne? So, worum geht's denn hier überhaupt? Neue Theorien. Ich muss meine Studien überdenken. Meine Theorien nahmen erst an, dass dieser Berg der Säulen der Schöpfung ein aktiver Vulkan sei. Der Abgrund voll Lava wäre jeweils Beweis genug. Ich dachte, dass die Spitze während eines prähistorischen Ausbruchs aufgerissen worden sein muss und das Land, wie wir es kennen, geformt hat. Und diese seltsame Struktur, nun ja, vielleicht ein Ort des Gebets und der Andacht vor langer Zeit, von den Erbauern errichtet. Leider habe ich das alles nicht als erster entdeckt. Vor mir war schon eine andere Expedition hier. Ein Volk aus dem Osten, angeführt von einer Nala. Die glauben, dass es sich um eine Art Tor handelt. Wirklich interessant. Ich werde meine Theorien anpassen. Aspian. Aha. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wir haben zwei Richtungen, in die wir gehen könnten. Ne? Oder mal fast sagen, wir gucken uns erstmal oben um. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir jetzt hier nicht draufgehen. Einfach durchrollen. Durchrollen funktioniert. Ich hatte mir das jetzt gerade schwieriger vorgestellt, aber... Oh, da oben ist ein Obelisk. Dürfte natürlich sehr interessant werden. So. Dann legen wir das Zeug hier gleich wieder. Da hoffen wir, dass wir... Ah, Setter Antiseptikum. Hat sich direkt schon gelohnt. Magier-Schriftrolle.
Erfahrung. Die nehmen wir natürlich direkt. Lass noch mal ein bisschen was erbeuten, was hier so hinfällt. Oh, noch eine Erfahrungsschriftrolle. Bin ich mal gespannt, denn wir müssten mal ja eigentlich langsam mal ein relativ hohes Level fertig kriegen hier. Okay, das war ein bisschen uncool. Hat zum Glück nicht wirklich viel Schaden gemacht. Nochmal Glück gehabt. Zerlegen wir gleich wieder alles. Wir hoffen noch mal ein paar wertvolle Sachen zu kriegen hier. So, hier ist auf jeden Fall noch mal eine Truhe. Alchemistischer Grundstoff, sehr gut. Kupfer- und Bronzebarren. Ja gut, da sind wir schon drüber mittlerweile, ne? Wäre halt praktisch, wenn wir schon mal irgendwie an Eisenbarren rankommen würden. Und wenn es erstmal nur ein oder zwei Stück sind. So, den Bogen können wir theoretisch direkt zerstören. Die Knochen können auch weg. Ah, ich glaube, den Ring braucht man nicht wirklich. Ausdauerregeneration. Braucht man nicht wirklich. So. Zweimal Zinderz können wir auch löschen. Zweimal ist deutlich zu wenig, als dass es lohnen würde, das mitzunehmen. So, dann müssten wir theoretisch auf die andere Seite nochmal. So. Gucken wir uns hier nämlich auch nochmal um. Einmal gebrannte Ziegel. Okay. Ist auch nichts, was wir unbedingt bräuchten, aber. Ja. Autsch. So, gleich schon mal gucken, ob irgendwo Schalter sind oder so. Hier müssen wir mal ein bisschen freilegen, ne, damit wir hier notgedrungen eventuell durchkommen. Ja. Damit wir hier an die Truhe rankommen. Ja gut, das ist auch wieder... Leider Gottes nur Schrapel drin. Können wir gleich zerlegen. Ja, das braucht man nicht extra mitnehmen. Theoretisch, wenn wir wirklich in Schwierigkeiten kommen sollten mit dem Platz, können wir halt die beiden Barren auch zerlegen. Das sind jetzt alles so Sachen, die können wir auch schon selber herstellen. Das ist jetzt nichts unbedingt, was wir notgedrungen wirklich jetzt extra einsammeln müssten. So, es wäre Licht. So, dann sind wir hier einmal rum. Ja. Ja. Das wird natürlich jetzt wieder ein bisschen ekliger, ne? Ja, wir haben genügend Ausdauer, das ist jetzt nicht das Problem, aber... Ja, zum Schluss müssen wir uns da unten dann nochmal umgucken. Was da war. Gleich wieder alles zerlegen, was hier so rumsteht. Wir hoffen nur noch ein bisschen was Wertvolles zu finden. Hm. Nochmal ein paar Kupferbarren. Hier sind nochmal ein paar Amphoren. Ja, Antiseptikum. Ja. So, dann haben wir noch mal zwei Türen. Ja gut. Machen uns sogar freundlicherweise noch mal ordentlich Licht.
Reifenhose. Haben wir auch irgendein Z-Teil schon von, ne? Ja, gut. Mana-Trank brauchen wir auch nicht. Den können wir zwar nur benutzen, auch wenn wir gerade nicht. Na gut, können wir eh nicht nutzen. So. Wachs brauchen wir theoretisch auch nicht. Dann haben wir wieder 3 Punkte frei. So, gucken, was hier noch so ist. Noch irgendwas von der Kasse kommt. Was ist das hier Schönes? Leuchtstaub. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, was jetzt Interesse erwecken könnte bei uns. Oh, da kommen wir irgendwie gar nicht rein. Okay, müssen wir also anscheinend von hier erst. Müssen wir erst hier nochmal lang, damit die Tür da unten anscheinend aufgeht. So, dann müssen wir mal gucken. Hier sind wir rübergeschwungen, ne? Oh. Rucksack ist schon wieder voll. So, revitalisierender Heiltrank. 800 Lebenspunkte. Okay, das ist cool. Kommen die einmal mal Bronzebohrer machen, unnötig das Inventar gerade voll. Was haben wir hier? Salz. Brauchen wir auch nicht. Lohnt sich nicht für einmal hier nochmal Salz mitzunehmen. So, okay. Hier ist auch nichts mehr groß von Interesse. Hier geht es auch nochmal weiter. Die Türen sind alle zu. Ja. Ah, okay. Hier müssen wir anscheinend wieder Schalter finden. Da müssen wir anscheinend wieder Schalter finden. Damit die Türen aufgehen. So, einen Schalter haben wir hier drüben. So, Schalter Nummer 1. Ist bloß die Frage, wo ist der andere Schalter? Ah, da. Da. Dann frei. So, machen wir hier das Ganze am Vorn noch schnell kaputt. Brauchen wir alles nicht. Knochen können direkt wieder weg. Erfahrungsschriftrolle nehmen wir auch gleich wieder. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, wo jetzt hier die Türen aufgegangen sind, ne? Dass wir die wiederfinden, die Stelle. So. Ist der jetzt theoretisch... Ah, sind beide aufgegangen. Okay. Ah, das ist der Zugang zum Obelisk, ne? Und wenn wir den Obelisk haben, dürften halt in der Umgebung auch wieder neue Standorte aufgedeckt werden. Okay, das ist ziemlich cool. Ein neuer Standort. Okay, hätte ich jetzt mit mehr gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Wir müssen uns hier nochmal umgucken, bevor wir an den Obelisk gehen. Hier kommt eine große Höhle. Okay. Finde die Schreinerwerkzeuge. Ah, das soll hier sogar irgendwo sein, ne? So, dann machen wir die schnell die Amphoren hier alle noch kaputt. Wir hoffen, dass noch irgendwas wirklich Interessantes bei rumkommt. Ja. Das noch schnell auseinandernehmen hier. Mal diese Knochen, ne? Braucht halt kein Mensch mehr. Oh, hier geht sogar nach oben. Das ist ein erstaunlich umfangreiches Gebiet hier gerade. Habe ich so jetzt nicht erwartet.
ein bisschen überrascht. So, dann wollen wir mal lesen. Unser wachsames Auge gen Himmel für immer versiegelt. Energie, die tief aus dem Kern hervorbricht. Ein Licht erstrahlt und durchdringt die Grenzen des Weltraums selbst. Eine Tür, die vom Flammengeküssten geöffnet werden soll. Der hellste Funke wird den Weg des Feuers beschreiten und erleuchten, was sich im Schatten verbirgt. Die Sterne dürfen niemals erlöschen, die Sonne niemals finster werden. Und über allem wird sich ein Vermächtnis erheben, das auf ewig Bestand hat. Aha. Gut, aber wir müssen jetzt erstmal irgendwie da hoch, ne? Wie gesagt, jetzt ist die Frage, das macht sich erstmal mehr bezahlt, ne? Erstmal hier unten in die Höhle zu gehen. Oder erstmal oben lang zu gehen. Ja. Hier kommen wir, glaube ich, irgendwo raus, ne? Ich glaube, wir gehen erstmal oben hin. Wie gesagt, die Schmiedewerkzeuge brauchen wir sowieso, die Schreinerwerkzeuge brauchen wir sowieso. Wäre jetzt fatal, die irgendwo liegen zu lassen. Und unten wollen wir halt auch noch hin, ne? Wollten wir uns ja auch nochmal angucken. Ah, hier oben. Hier oben liegen die Schreinerwerkzeuge. Sehr schön, sehr schön. Jede Menge Kupfer. Naja gut, was heißt jede Menge, ne? Überschaubare Menge. Nennen wir es mal so. So, ein Forschungslager. So, überall mal durchgucken. Ihr könnt mal schlafen. Nämlich auch schon wieder dunkel. Hm? Ja, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Diese ekelhaften Knochen. Wäre, glaube ich, nicht so verkehrt, jetzt demnächst mal schnell nochmal zwischendurch zu pennen. Holzpfeile. Ob wir noch Holzpfeile bräuchten. Nicht damit. So. Gut, dann schnappen wir uns mal die Schreinerwerkzeuge. Cool. Veredelter Steinblock. Cool. Ja, haben wir wieder eine neue Möglichkeit gefunden, was zu bauen. Ne? So, hier haben wir nochmal Lore. Das berühmte Drachenschwert. Ich vertraue meinem wissenschaftlichen Instinkt, aber damit bin ich wohl die Einzige. Die anderen glauben nicht daran, dass es das Drachenschwert wirklich gibt. Sie halten es nur für eine Fabel aus einer vergangenen Zeit. Aber die Existenz echter Drachen würde den Ursprung unserer großen versteinerten Knochenvorkommen erklären und könnte die Lücken in der Drachengeierabstammung füllen. Wenn ich das Drachenschwert finden und aus seiner vergessenen Höhle bergen würde, könnte ich meine Theorie festigen. Bis dahin würde ich zum Gespött meiner Kollegen werden, wenn ich meine wahre These verrate. In der Höhle, ob die Höhle unten meint? Wäre dann natürlich ziemlich cool, ne? So, was haben wir hier? Den brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Werkzeuge haben wir. Ja, alles nochmal durchgucken hier. Das Zeug, was wir nicht brauchen. So, vielleicht noch irgendwo was von Wert vielleicht wenigstens. Okay, das brauchen wir schon nicht mehr. Knochen kann weg. Der Bronzebarren kann weg. Hm. Mal hier nochmal Meteoritengedöns. Ja, jetzt ist die große Frage, welche Höhle meint die, ne? So, hier oben ist auch noch irgendwas. Eine Truhe. Na, brauchen wir Dietrich für. So. Mal gucken, was da drin ist. Inferno-Stab. 34 Grundschaden. Oh. Ja gut, aber es wären zwar 40 Damage, aber hey. 140 Haltbarkeit. Legen wir mal. So, dann würde ich sagen, hier oben auf der Plattform machen wir mal eine Folgenpause.
In der nächsten Folge werden wir uns hier mal noch mal ein bisschen genauer umgucken. Ne? Zum einen in der Höhle, ob wir eventuell das Drachenschwert tatsächlich finden. Und dann natürlich da unten, was wir da an der Ecke gerade sehen, dieses Gebäude, was da in der Felswand drin ist. Da werden wir auch noch mal reinschauen, um hier wirklich hier drin alles abzudecken. Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.